Was geht, Leute, von heute? Mein Name ist Rebix und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich weiß, es hat jetzt was länger gedauert. Ich habe jetzt tatsächlich schon über einen Monat nichts mehr hochgeladen. Es war zwar ein Stream zwischendurch, wo das neue Update kam. Aber ja, ich will euch damit gar nicht voll labern jetzt. Wenn euch die Gründe interessieren, werde ich mal eine Story machen. Könnt ihr mir auf Instagram folgen. Da könnt ihr euch das Ganze dann anhören. Aber ja, in der Zeit meiner Abwesenheit ist ein bisschen was passiert. Und zwar haben wir tatsächlich jetzt endlich den blauen Haken. Und vielen, vielen Dank da an dieser Stelle. Denn zum einen sind wir jetzt verifiziert, das heißt, wenn ich jetzt irgendwo reinschreibe oder irgendwo einen Kommentar da lasse, dann sieht man, dass wir schon die 100.000 Abonnenten erreicht haben. Und zum anderen können wir auch nicht mehr gefaked werden, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie in euren Streams unterwegs sein sollte, dann werdet ihr das sehen, weil dann ein Haken hinter meinem Namen ist. Und jeder andere, der sich irgendwie Rebix nennt oder so, das sind dann halt Faker, die diesen Haken nicht haben, ist auf jeden Fall eine ganz angenehme Sache. Ich bin auch mal gespannt, wie der YouTube-Algorithmus jetzt reagieren wird. Ihr werdet das Video wahrscheinlich nicht so vorgeschlagen bekommen wie sonst, weil eben jetzt schon über einen Monat nichts kam. Aber das ist ja halb so wild. Ich hatte tatsächlich auch überhaupt keine Zeit, um das neue Update mal irgendwie großartig zu spielen. Ich weiß nur, dass es eine ziemliche Enttäuschung war und dass jetzt auch schon wieder ein neuer God-Mode-Glitch drin ist. Also mega geil und der ist auch noch super easy machbar, also richtig beschissen. Und dann ist da noch ein God-Mode-Glitch, der ja für die Person gilt und nicht fürs Fahrzeug. Das heißt, es ist noch beschissener. Aber ja, ich kann es auch irgendwie nicht verstehen, dass es so viele gibt, die so einen scheiß God-Mode-Glitch ausnutzen. Ne? Also die Leute müssen halt wirklich so schlecht in dem Spiel sein, dass sie es nötig haben, in den God-Mode zu gehen, um damit irgendwas reißen zu können. Also pfah. Wenn man wirklich nur mit God Mode Spaß haben kann, dann ist man meiner Meinung nach echt eine richtig traurige Seele. Es gibt auch immer viele, die glauben, dass ich hier irgendwie nonstop vor der Konsole hängen würde, nur weil ich GTA-YouTuber bin. Das ist tatsächlich komplett im Gegenteil der Fall. Und zwar zocke ich mittlerweile wahrscheinlich weniger als ein absoluter Gelegenheitsspieler. Aber wenn ich dann halt zocke und ich will irgendwas Neues lernen oder mich mit irgendeinem Thema befassen, dann halt auch richtig. Also dann nutze ich quasi diesen Zockertag auch so aus, dass ich das, was ich dann lernen möchte oder angehen möchte, dann auch innerhalb dieses einen Tages oder dieser paar Stunden, die ich dann halt zocke, dass ich das dann auch schon mal ganz gut drauf habe oder zumindest zufrieden bin. Aber gut, wir haben jetzt lang genug rumgelabert. Ich würde euch gerne einen neuen Kameraden vorstellen und zwar Rambo Ralle, ein ziemlich guter Kumpel von Collateral Kevin. Und mit dem habe ich mich mal in die neuen Lobbys von GTA geworfen. Und naja, es ist ja in meinen Augen schon Abschaum genug, irgendwelche wehrlosen, nicht PvP-spielenden Gamer abzufacken und abzufarmen, aber da gibt's tatsächlich nochmal eine Klasse drunter. Und zwar sind das Leute, so wie der Typ hier, die sich an AFK-Spielern, also Spieler, die sich nicht bewegen, ihre KD hochziehen. Also das ist wirklich absoluter Abschaum, also TK. Und dann am besten noch nach dem ersten Tod, den man sich dann frisst, die Lobby verlassen. Mega geil. Naja. Was ich aber ganz gut fand, ist, dass ich jetzt auch immer wieder verhäuft Leute treffe, die sich mit dem Scramjet auseinandersetzen. Gut, hier in dem Fall habe ich den Fight angefangen, weil ich ihn da rausgesniped habe. Aber ich fand es wirklich mal ganz interessant, auf der anderen Seite des Scramjets zu stehen. Auch wenn der Typ jetzt nicht so super gut mit dem Ding war, hat er zumindest schon mal so die Grundmechanik rausgehabt. Da fand ich es halt ganz nice zu sehen, wie stark so ein Scramjet natürlich auch ist, ne? Wenn man es denn kann. Also wenn der Typ noch besser gewesen wäre mit dem Ding, dann hätte ich wahrscheinlich keine Chance gehabt. Oder hätte halt richtig schwitzen müssen, um den dann aus dem Ding rauszukriegen. Aber gut, ja, was natürlich nicht so geil ist, natürlich wieder die Renderdistanz. Also irgendwie liegt es auch an meinem Internet, habe ich langsam das Gefühl, ja. Also so oft, wie das vorkommt, dass die Typen mich sehen können, aber ich sie nicht, das ist nicht mehr normal, also... Wobei ich mir auch mittlerweile ziemlich sicher bin, dass mein Internet richtig beschissen ist. Aber gut, ich habe ihn dann nochmal aus dem Scramjet rausgesniped und dann so nochmal ein paar Mal gekillt auf dem Boden. Ja, und dann ist der natürlich auch wieder gelieft. Also ich weiß auch nicht, irgendwie bin ich extrem vielen Leavern an diesem Tag begegnet. Dann ist mir aufgefallen, dass es da auf einer Yacht ganz gut abging. Da war eine kleine Yachtabwehr und da haben sich ein paar Spieler gefetzt. Und ich dachte mir so, okay, alles klar, schaust du mal vorbei, steigst in den Hunter ein und... guckst mal, was da so geht. Ich habe mich dann mit dem Hunter direkt über die Yacht begeben und ja, ein paar Bömmchen runtergeworfen, weil ihr wisst ja, ich stehe absolut auf Bömmchen. Ich muss allerdings sagen, dass Bombendroppen aus diesem Schwebeflug, sage ich mal, ziemlich schwierig ist. Also das ist wirklich sehr, sehr schwer,
vorherzusehen, wo die Bomben da landen werden, weil man halt leider keine direkte Sicht nach unten hat. Klar, man kann in die Bombenkamera gehen, aber auch in der Bombenkamera ist es ziemlich hart. Ich habe mich also in die Vogelperspektivenansicht begeben und dann eben damit ein bisschen Stress gemacht. Hat auch ganz gut funktioniert. Irgendwann haben sie es dann nur geschafft, meinen Heli rauchig zu ballern. Und dann ging der ganze Spaß an Land dann weiter. Ich war mir zu dem Zeitpunkt da nicht ganz sicher, ob die jetzt Bock hatten auf einen kleinen Fight oder nicht. Er kam da halt mit seinem Motorrad an und hat ein bisschen gefailt so. Ich habe einfach mal mit dem Up-and-Atomizer auf den geballert. Ich konnte es bis zu dem Zeitpunkt halt noch nicht so ganz einschätzen. Auf jeden Fall habe ich in dem Sinne den Kampf angefangen. Dieser Redwood Juice ist dann vom Radar verschwunden und sein Kollege kam da mit dem Motorrad angebrettert. Ich weiß auch nicht, was seine Mission war. Ja, den habe ich dann nochmal mit dem Up-and-Atomizer gekillt. Und dann hatte er die glorreiche Idee, mit einem Noobbike aufs Dach zu fliegen und wollte dann von da oben irgendwas versuchen. Leute, wenn die sowas versuchen, dann gibt's dafür Haftbomben. Die könnt ihr einfach nach oben werfen und explodieren lassen und dann kriegt ihr, in 80% der Fälle kriegt ihr die Leute dann auf den Dächern, also easy peasy, so wie jetzt auch in dem Fall. Und da war mir dann aber auch klar, jetzt hatten sie Bock, die Jungs, jetzt hatten sie Bock. Der Typ, der auf Raider gegangen ist, hat sich einen Akula geschnappt und ist damit dann die ganze Zeit irgendwie um uns rumgesneakt. Der wollte wahrscheinlich abwarten, bis er angreifen kann. Und das hat er dann auch, nachdem ich seinen Kollegen nochmal geholt habe. Und zwar hat er versucht, mich mit Bomben zu killen. Er hat jetzt nicht so gut funktioniert, er hat auch einen Bombenteppich geworfen, aber ja, Bomben werfen, das ist auch so eine Sache. Das muss man erstmal können. Dann ist sein Kollege noch vom Radar verschwunden und hat sich dann in den MTW begeben. Und ehrlich gesagt, hatte ich mir dann ein richtig schönes Kämpfchen ausgemalt. Allerdings, ja, ist dann das passiert, was mir dann auch die ganze Zeit passiert ist und auch einer der Gründe, warum ich so lange nichts hochgeladen habe. Ich bin aus der Lobby geflogen. Mega. Das ist sehr, sehr häufig passiert, kann ich euch nur sagen. Nun gut, neue Lobby, neues Glück. Und in der Lobby bin ich aus meinem Apartment rausgelaufen. Und dann kam da so ein Typ mit seinem Mark II Oppressor auf mich zugeschwebt. Und ich bin ehrlich, Leute, ich trau Noob-Bikern nicht. Deswegen habe ich ihn mit dem Up-and-Atomizer runtergeballert und dann mit dem MG gekillt. Der Typ hatte auch Bock. Hat man direkt daran gesehen, dass er mich zu einem Deathmatch eingeladen hat. Habe ich aber erstmal nicht angenommen und ich dachte mir so, ja, komm, bestellst du mal den Scramjet und guckst mal, was du damit noch kannst. Dann haben wir vorher noch sein Noobbike zerstört, damit er sich das nicht nochmal anfordern kann. Zumindest für die nächsten 5 Minuten. Und dann konnte die Scramjet-Action auch schon beginnen. Erstmal so ein paar Dinger zum Warmschießen. War ja noch nicht warm genug, schon lange nicht mehr gezockt. Erstmal wieder schön reinkommen und ein bisschen aufwärmen. So, das Coole beim Scramjet ist, die meisten gehen gar nicht davon aus, dass man mit dem Scramjet auf diese Art und Weise killen kann. Die wissen nur, das Ding hat Lenkraketen und hat einen Boost. Die haben aber keine Ahnung, wie effektiv man damit umgehen kann. So eben halt auch der Typ hier. Der hat im Leben nicht damit gerechnet, dass er sich solche Tode frisst. Im Leben nicht. Da er auch die ganze Zeit großartig nichts gemacht hat, habe ich dann irgendwann gedacht, so ja, vielleicht macht er nichts und ist friendly unterwegs oder so, aber nee, dann fing er an, irgendwelche anderen zu killen. Und dann dachte ich mir so, nö, Digga, hier, ich bin dein Spielfreund. Natürlich sitzen nicht immer alle Anflüge, die ich mache, oder halt alle Raketen. Manchmal veraim ich oder verschätze mich mit der Raketengeschwindigkeit. Aber im Großen und Ganzen kann man damit ganz schön dominieren, aber das habt ihr ja schon in meinem letzten Video gesehen. Ich kann euch nur sagen, es macht einen Riesenspaß, wenn ihr das drauf habt. Naja, ihr habt aber halt auch manchmal ein bisschen Pech mit dem Ding und zwar könnt ihr nicht genau steuern, wo ihr damit denn landen wollt. Also es ist halt, ja, es ist schon möglich, aber es ist wirklich ziemlich schwierig, da nicht genau in der Lage zu enden, wie ich es jetzt hier in dem Fall bin. Und zwar kann man mit dem Ding auch mal richtig beschissen landen und steckt dann da erstmal so fest. Ist nicht so cool, aber kommt man schon irgendwie raus. Mein Plan war es dann irgendwie da raus zu boosten. Allerdings bin ich total beschissen geboostet und dann noch auf dem Rücken gelandet und der Typ hatte dann seinen Raketenwerfer schon in der Hand und ja, das war's dann für mich, ne? Aber egal, neuen bestellt und weiter ging die Party. Der Typ hat auch echt nach jedem Tod mich wieder zu einem Deathmatch eingeladen. Also das fand ich auch echt witzig, muss ich sagen. Und irgendwann war dann der Cooldown von seinem Oppressor abgelaufen und ja, dann hat er sich natürlich auf sein Noobbike geschwungen. Ich habe das gesehen, habe noch schnell die Waffen in der Luft gewechselt, sodass ich auf Lenkraketen komme. Ich habe es allerdings zu spät gesehen, war also schon in der Luft, konnte dann aber gerade noch so auf dem Rücken eine Lenkrakete abfeuern
und habe mich dann mit einer zweiten Lenkrakete in die Luft gejagt, aber die wollte ich eigentlich auch noch ihm drücken, aber ja, er ist draufgegangen. Das Blöde war nämlich, dass vor mir irgendwie ein Fahrzeug stand. Es war ein bisschen unglücklich, aber so ein Schildkrötenkill, das wäre echt lustig gewesen. Ich meine, war es ja in dem Sinne auch, aber ja, ich habe mich halt selbst in die Luft gejagt. Dann hatte ich noch eine kleine Bodenrunde mit ihm. Er war dann auf dem Highground. Ich weiß nicht, warum die Raketen ihn nicht gekillt haben. Echt komisch, aber gut. Ich habe ihn dann mit dem MG gekillt. Habe mich dann in den Buzzard geschwungen und worauf hat er sich als nächstes wieder gesetzt? Na, ja, richtig, Oppressor. Aber da sein Oppressor Mark II ja wieder hin war, musste er sich den Oppressor Mark I bestellen, beziehungsweise Oppressor Mark I. Und das Ding hätte mir tatsächlich ziemlich gefährlich werden können im Heli, wenn er denn gewusst hätte, wie man damit umgeht. Ja, hat er nicht gewusst, er ist damit weggefahren. Ich bin dann relativ flach über den Boden geflogen und habe ihm dann Lenkraketen hinterher geballert. Die haben dann auch funktioniert. Dann habe ich ihn noch einmal mit dem Buzzard erledigt, weil ich war ja gerade schon im Buzzard und ihr wisst, in meinen Videos geht es mir um Vielfalt, ja, möglichst viele verschiedene Fahrzeuge. Ich denke mal, in der Folge ist das auf jeden Fall auch gegeben. Und dann habe ich, weil er ja die ganze Zeit so drum gebettelt hat, sein 1 gegen 1 Deathmatch angenommen. Ehrlich gesagt dachte ich, dass es da irgendwie jetzt die Funktion gibt, dass wenn man dieses 1 vs. 1 Deathmatch annimmt, dass dann der Gegenüber auch in dem gleichen Fahrzeug spawnt wie ich jetzt. Ich bin mir nicht sicher, ich meine, das war mal so. Ich mache nicht so viele 1 vs. 1 Deathmatches, weil ich die nicht so nice finde. Man sieht ja dann keine anderen Leute auf dem Radar, was ziemlich beschissen ist. Und deswegen vermeide ich das meistens. In dem Fall habe ich es jetzt angenommen und dachte halt, ja geil, vielleicht ist er jetzt auch im Buzzard. Aber nee, er war auf dem Boden und ja, dann habe ich es halt schnell beendet. Dachte mir halt auch so, ja gut, ist jetzt halt ein bisschen kacke, dass er jetzt halt nicht im Buzzard ist. Aber gut, dann bringe ich es eben schnell zu Ende. Dann war ich am Ende ein bisschen zu greedy, wollte ihn dann mit dem letzten Kill mit dem MGs holen, aber habe ich dann nicht gepackt bekommen, weil ich einfach zu lange raus war wieder. Dann habe ihn dann den letzten doch noch gerade so mit der Rakete gedrückt und er hat mich dann auch noch rausgeballert. Aber gut, das Deathmatch war vorbei. Und dann ist mir auf dem Boden noch was Interessantes aufgefallen und zwar hat der Typ natürlich Brandmunition auf dem Sniper. Ja herrlich, Noobbike, Brandmunition, was gibt's denn Schöneres? Also da muss ich doch sagen, das sind tatsächlich Leute, die es in meinen Augen dann auch verdient haben, so. Ich wurde dann auch wieder zu spielerisch, sag ich mal. Ich wollte ihn dann wieder mit dem Up and Atomizer holen, aber ja, ich achte da nicht mehr so richtig auf mein Movement und hab ein bisschen reingeschissen. Er hat mich dann die ganze Zeit mit seiner Brandsniper geone-shottet. Gut, ich wäre auch so one-shot gewesen, weil ich Low-Level bin. Aber trotzdem, Brandsniper ist echt so, ah, okay. Also habe ich die Waffe dann nochmal gewechselt zum kompakten Granatenwerfer, weil nur den kann man als Low-Level halt haben. Und ja, dann nahm der Fight so seinen Lauf. Der Widowmaker ist auch ganz schön, den kann man auch als Low-Level haben. Kann man sich halt auch kaufen, dann hat man den. Also Geld regiert auf jeden Fall die Welt in GTA. Das auf dem Boden wurde mir dann allerdings auch wieder ein bisschen zu langweilig, weil das mache ich ja schon häufig genug. Also habe ich mir einen Buzzard geschnappt und mir einen Hunter bestellt und bin dann Richtung Beach geflogen. Und der Typ ist mir dann auf seinem Noobbike hinterhergeflogen. Ich bin dann aus dem Buzzard rausgesprungen. Mein Plan war es dann, quasi im Fallschirm rumzufliegen und dass er mich dann mit dem Noobbike in der Luft versucht anzugehen. Aber nein, der Typ ist dann von seinem Noobbike auch runtergesprungen. Fand ich ein bisschen komisch, aber gut. Wahrscheinlich war sein Plan dann auch irgendwie vor mir auf den Boden zu kommen, um mich dann aus der Luft zu ballern mit Auto-Aim. Aber ich habe mir dann ganz schnell einen anderen Landeplatz ausgesucht. Bin ein bisschen weiter weg. Ich habe es dann bis zum Strand geschafft, haben dann ein kleines Laufduell gehabt, sage ich mal. Also keiner wollte den anderen pushen und ich wollte ja auch eigentlich nur zu meinem Hunter, ich wollte ihn jetzt nicht auf dem Boden da irgendwie angehen. Dann habe ich ihn noch einmal mit dem Widowmaker geholt und dann nochmal mit dem Sniper. Dann hat er es allerdings auch nochmal geschafft, mich zu holen. Und dann dachte ich mir so, fuck, wird das jetzt wieder so ein langweiliger Beachkampf oder was? Na, aber nee, er ist dann weggefahren vor mir. Ich weiß auch nicht, warum er jetzt sich da entschieden hat, wegzufahren. Auf jeden Fall konnte ich in meinen Hunter einsteigen und habe bei ihm dann ein bisschen die Hunter-Action gezogen, weil Hunter bin ich auch schon lange nicht mehr geflogen. Ich glaube, das letzte Mal war auch irgendwann vor ein paar Monaten oder so. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr, in welchem Video das letzte Mal war, aber ist auf jeden Fall schon eine Weile her gewesen. Ja, und dann habe ich mich einfach mal wieder ein bisschen am Sperrfeuer versucht und habe ihn damit dann ein paar Kills gedrückt. Und dann wollte ich umschwenken auf Bomben, aber uiuiuiui war ich raus, ey. Die erste Bombe hat ja mal absolut gar nicht gesessen. Und bevor ich dann mich noch weiter an ihm mit Bomben testen konnte, hat er dann leider die Lobby verlassen. Aber ja, ich war jetzt angefixt. Ich wollte wieder mit einem Helikopter Bomben werfen. Also bin ich in die nächste Lobby, habe mir einen Akula geschnappt. Da ist mir dann so ein lilaner CO-Typ
am Casino aufgefallen, der da ordentlich ein paar Leute gekillt hat. Und ich dachte mir so, was ist mit dem los? Der hat anscheinend richtig Bock. Und der hat jetzt auch nicht irgendwie gezielt, sondern einfach wahllos da um sich hergeballert. Und dann dachte ich mir so, ja komm, perfekt, da fliegst du doch jetzt mal hin. Da war einiges los am Casino, aber ich wollte nur diesen lilanen CEO-Typen da. Also Bomben ausgefahren und der Spaß konnte beginnen. Und im Akula ist es einfach so herrlich. Ihr könnt im Tarnmodus rumfliegen, habt die Bomben bereit, müsst nur einmal Steuerkreuz nach rechts drücken, um aus dem Tarnmodus rauszugehen, kurz eine Bombe droppen lassen und wieder in den Tarnmodus rein. Zack, und der ist hin. Also, wenn man das kann, das ist schon echt mies, aber richtig effektiv und richtig spaßig. Den Typen haben wir einfach mal absolut mit Bomben gemobbt. Der wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Und in der Zwischenzeit, es hat ihn gar nicht gejuckt. Der hat einfach weiter um sich hergeballert und hat da die Leute gekillt. Und ich dachte mir immer wieder so, ja, komm, dann kriegst du halt noch eine. Und noch eine. Dann wollte er sich natürlich, oh Wunder, wieder auf so ein Noob-Bike setzen, um mich dann vom Himmel zu holen. Aber das habe ich schnell registriert und habe dann sein Scheißding vorher noch auch ebenfalls wieder mit einem Bümpchen kaputt geballert. Ah, herrlich, einfach nur herrlich. Der zweite Anflug ging dann auf seine Nuss. Und ja, dann hatte er so langsam keinen Bock mehr und fing an, sich wegzusprengen. Und nicht nur das, er ist dann auch Geisterorganisation gegangen. Dann dachte ich mir so, yo, jetzt geht's wohl richtig los. Mir ist dann später auch aufgefallen, dass der Typ Low-Level war. Aber das war in dem Fall egal, weil er war ja trotzdem ein absoluter Abfucker. Ja, und als er dann Geister gegangen ist, dachte ich, jetzt geht's richtig ab, aber nö. Er ist Geister gegangen, um dann das Spiel zu verlassen. Auch richtig gut, oder? Ach, naja. So, und damit bin ich erstmal raus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, Jungs und Mädels, ihr wisst ja, in welcher Situation ich mich gerade befinde. Da kann das halt immer wieder mal vorkommen, dass halt, ja, in größeren Abständen mal erst gepostet bzw. geuploadet wird oder, ja, eben auch mal eine ganze Weile gar nichts kommt. Dass ihr trotzdem so mega krass abgeht immer, ist eine absolute Ehre für mich. Ich danke euch wirklich dafür und ja, ich sag's halt immer wieder, aber ihr wisst ja, oder zumindest die richtigen Rabbits, die Stamm-Rabbits, ihr wisst Bescheid, wir haben ja noch gar nicht angefangen. In diesem Sinne, macht's gut, vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Ich bin raus, Leute, haut rein und ciao, ciao.